Vetter Franz auf dem Esel. Die hübschen Bäschen bitten sehr: Ach, Vetter Franz, reit mal umher. Und Franz, natürlich gleich bereit, gewinnt das Tier durch Freundlichkeit. Schon sitzt er drauf und kommt nicht weiter, worob die Basen äußerst heiter. Er denkt: Ja, wart, du wirst schon gehen. Ich muss dich mal beim Schwanze drehen. Jetzt brennt er ihn am Kreuz herum, den Esel ziehen die Schmerzen krumm. Und er, der eben noch verstockt, ermuntert sich und springt und bockt. Im Eck, wo die Geräte hängen, sucht er den Vetter zu bedrängen. Nun druckt er gar nach hint hinaus ins glasbedeckte Blumenhaus. Da steht die bittere Aloe, setzt man sich drauf, so tut es weh. Die treibt durch ihre Dorne den Esel schnell nach vorne. Und schwupp kommt Vetter Franz im Bogen auf die Cousinen zugeflogen. Und pauz per dauz geht's über Kopf durch Butter und durch Millitopf. Am Schluss bemüht ein jeder sich, hinweg zu tun, was hinderlich ist.